Was geht, CT und Tipp, ich sehe das Bommes mit Fuß am Start und ja, das Match, was ihr seht, ist so einer meiner Matches, wenn es gut läuft bei mir, also wenn ich nicht so absacke, dann passieren solche Matches, das seht ihr auch wahrscheinlich, das sind einige coole Sachen dabei, die auf alle Fälle passieren. Gestern im Livestream gespielt worden, haben bestimmt auch ein paar gesehen, gestern hatte ich auch, glaube ich, meine Höchstzahl an 14 Zuschauern, 14, es sind nur 14, deswegen auf deinem Twitch-Livestream seid ihr auch alle herzlich willkommen. Einfach gucken, jeden Samstag um 17 Uhr steht auch oben Kanalbanner, streame ich. Nicht in der geilsten Qualität, weil ich eine 16.000er Leitung habe. Aber je mehr Zuschauer, desto besser und desto motivierter bin ich auch. Weil meistens, wenn ich verliere, bin ich ein bisschen mad. Und dann ist es immer cooler, wenn Leute zuschauen und sagen, scheiß drauf, du spielst jetzt noch ein Match, bis du eins gewinnst. Deswegen freue ich mich, wenn ihr dann auf meinem Twitch-Channel seid. Auch wenn ihr sehr viel in letzter Zeit gefollowt haben. Auf alle Fälle cool, wenn ihr immer fest zuguckt, freue ich mich jeden Samstag. Ich habe auch 4 Themen rausgesucht und ich habe mir die Themen niedergeschrieben. Das heißt nur, dass ich jetzt weiß, was ich anreiße und nicht immer überlege, was kann ich jetzt sagen. Erstmal möchte ich mich bedanken. Wir haben 100.000 Aufrufe geknackt. 100.000 Aufrufe ist einfach so eine Zahl. 100.000. 100.000 Leute haben meine Videos geguckt. Keine Ahnung warum. Ich freue mich einfach total darüber. Es ist halt ziemlich krass, was auf meinem Kanal abgeht. Jeden Tag kommen neue CT und T-Buddies einfach dazu. Und 100.000 CT und T-Buddies meinten, meine Videos zu gucken. Es ist einfach unglaublich. Vor allem Overwatch kommt so gut einfach bei euch an. Hätte ich einfach nicht gedacht, als ich den Kanal echt angefangen habe, aber das habe ich ja schon öfters erwähnt, dass ich das niemals gedacht hätte. Und ich freue mich immer total, wenn mich auch Leute anschreiben und ich schreibe meistens ja auch zurück. Ich denke, das wissen die meisten auch, auch wenn ich meinen Kommentaren mittlerweile nicht mehr so gut hinterherkomme, was mir ein bisschen leid tut, wenn ich manche Kommentare nicht beantworte, aber ich versuche mein Bestes und auf Steam versuche ich auch so gut wie immer zu antworten, also eure Sachen zu beantworten, eure Fragen etc. pp. Und ich denke auch, die meisten stimmen mir dazu, dass ich halt auch antworte und versuche, zu euch Kontakt zu halten. Das ist, weil ich, das mache ich halt auch gerne. Ihr seid bei CT und T-Buddies, warum auch nicht? Und es wird halt schon schwer, weil es manchmal echt viel ist, deswegen, aber ich versuche es trotzdem. Damit ihr es schon mal wisst. Aber trotzdem, 100.000 Aufrufe ist einfach so eine richtig krasse Zahl. Und wir stehen auch wirklich schon knapp vor den 1.000 Abonnenten, was auch wieder so eine unglaubliche Zahl ist. Wir haben 957, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Und es kommen immer neue. Vor allem das, was ich auch sehr gut finde, das Bibernata-Video kam so gut bei euch an. Ich dachte am Anfang, die Hatewelle nimmt da kein Ende, das wird gehatet, wie wird zerrissen in der Luft. Aber das Feedback, was ich durchgehend bekomme, ist, dass dieses Video sehr neutral gehalten ist. Was es halt auch ist, das nochmal zum Erwähnen. Zum letzten Commentary, wer das noch nicht gesehen hat, bitte auf das letzte Commentary gehen. Ich habe über Bibernato geredet und ich habe ja auch nicht gehatet. Ich habe ja auch, wie gesagt, mehr als im Video erwähnt, abonniert und ich mag seine Edits und etc. Deswegen nochmal, ich hate halt Bibernato nicht, ich mag auch echt seine Edits und Biber Sachs und so ein Kram. Nur ich habe halt gesagt, dass in dem Video angefangen zu kritisieren und habe gesagt, das könnte schlecht für sein Image sein. Leute, die ihn hassen, werden ihn jetzt noch mehr hassen und sich bestätigt fühlen, weil ein Hacker ja in seinem Team war. Gegen Bibernato habe ich nichts und ich habe auch gesehen, dass anscheinend Sandro mein Video gesehen hat. Anscheinend, weil mir erzählt wurde, im Stream wurde mehrmals das Video erwähnt und dann sollte er sich anscheinend das mal angeguckt haben. Falls Sandro das sieht, wie mehrmals erwähnt, ich habe nichts gegen dich und ich hätte auch kein Problem mit dir zu spielen oder so. Nur, das ist halt so, ich glaube halt, dass das ein bisschen an dein Image rumkratzt, wenn das die Leute sehen, die dich einfach nicht abkönnen. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen scheiße. Mehr habe ich da auch gar nicht diskutiert und ich habe da ein bisschen Glaskugelguckerei eher betrieben. Dann sind wir schon direkt beim nächsten Thema, das Challenge-Video. Fragt euch, Alter, schon seit 3 Freitagen kommt kein Challenge. Ja, da muss ich sagen, da fehlt mir teilweise die Zeit und die Motivation. Freitag ist so der Punkt, wo ich auch Zeit habe, mit meinen Leuten zu spielen. Beziehungsweise, weil da auch so der Tag ist, wo man mal länger abends wach ist. Und deswegen komme ich da nicht immer zu den Challenge. Zudem sind die Challenge mittlerweile so einfallsreich geworden, dass ich überlege, wie ich sie aufnehme. Klar kann ich im Twitch zum Beispiel meine Tastenlight aufnehmen, aber wie mache ich das Tastenlight aufnehmen, wenn ich aufnehme mit DxTory? Weil ich nehme ja nicht mit OBS auf meine Aufnahmen, wie jetzt gerade, was im Hintergrund läuft, sondern mit DxTory. Und da muss ich gucken, weil die nächste Challenge besteht daraus, dass ich etwas an meinen Tastenlight, dass mein Tastenlight euch irgendwie anzeige, weil ich gerade tippe. Weil ihr dann, ja, die Challenge besteht halt daraus, dass man das sieht, weil sonst kann ja jeder behaupten, dass er die Challenge so gemeistert hat. Deswegen so ein Tastenlayout, das ist halt das Problem. Und momentan ist halt viel, dass ich sehr viel halt nur Wettkampf spiele und dementsprechend, ja. Aber ich versuche mit den Challenges herzukommen. Falls nicht, werde ich das Challenge rausnehmen und irgendwas Cooleres reinmachen. Also ihr wisst schon, irgendwas, was einfach fetter ist als nochmal Challenge. Und das kam laut meinem Moderator, meinem neuen Moderator bei Twitch, nämlich Klaas, schöne Grüße Klaas, kam mir das sehr gut an, jedenfalls bei ihm. Deswegen, wenn ich versuche hinterherzukommen und falls ich das nicht schaffe, versuche ich ein Format einzuführen, was auch noch relativ cool ist für freitags. Ihr müsst aber wissen, ich habe ja nur montags und mittwochs keine Videos. Und auch wenn das nur 5 Videos in der Woche sind, nämlich Dienstag Overwatch, Donnerstag Quick Tips, Freitags habt ihr Challenge,
Samstag Overwatch und hier jetzt am Sonntag das Commentary. Das klingt da nicht so viel Arbeit, aber es ist verdammt viel Arbeit. Deswegen, so ein Video muss man mal einschätzen. Neben den Aufnehmen, was jetzt von dem vielleicht 8 Minuten gedauert hat, muss ich jetzt nochmal 8 Minuten drüber reden. Dann das Schneiden. Gut, mittlerweile bin ich da drinnen, dann vielleicht für Schneiden brauche ich vielleicht meine Viertelstunde. Und danach das Rendern und den Rendern, das dauert knapp, bei dem Video würde ich ja sagen, um die 35 Minuten durch 60 FPS. 10 Minuten mehr als sonst, aber das ist, die 10 Minuten sind mir da auch egal. Kann ich den PC halt in dem Moment nicht benutzen, dementsprechend ist das halt ein großer Zeitaufwand, diese Videos zu machen. Deswegen, ja, da steckt ein bisschen Arbeit hinter und deswegen tut es mir leid, wenn das mit Challenge manchmal nichts wird oder geworden ist, deswegen mit der Zukunft ist, falls freitags nichts kommt, aber ich versuche da dran zu bleiben. Ein anderes Thema ist die 60 FPS. Ich habe ja auch auf 60 FPS umgestellt, weil ich dachte, ey, kaum das vielleicht mit 60 FPS. Was Geileres könnt ihr ja gar nicht haben auf YouTube. Und da würde ich nochmal gerne euer Feedback hören. Findet ihr das geil? Habt ihr Bock? Oder so, sagt ihr, ey, geht zurück zu 30 FPS, weil irgendwie packt das mein Internet nicht. Oder, keine Ahnung, irgendwie sagt meine Mama, das ist ihr zu schnell. Oder so, keine Ahnung. Und deswegen, sagt mal, wie ihr es von den 60 FPS Feature handhabt, ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, ja, das ist mir eigentlich egal, oder sagt, okay, das ist ein cooles Feature, behaltet es einfach bei, das ist vielleicht gut für deinen Channel oder so. Ich höre da gerne euer Feedback, das ist mir immer relativ wichtig, wenn ich die Videos mache, denn ich will ja auch, dass die Videos nicht nur mir gefallen, von der Machart her, sondern auch, dass ihr Spaß dran habt, da irgendwie zuzugucken und sagt, ja, mit 60 FPS ist flüssig, ist geil, oder sagt, ja, 60 schön und gut, aber 30, da würde ich die Videos auch wieder rumgucken können, weil mein Internet macht 60 anscheinend nicht mit. Muss ich aber vorher sagen, ich habe von 60 FPS keine Ahnung, vielleicht macht das ja auch bei 60 FPS zu 30 FPS auf jener, also keinen Unterschied, sondern nur die Auflösung, die ihr euch anguckt. Und die andere Idee ist, dass alle noch immer warten auf mein, oder nicht Idee, aber alle warten noch auf mein 500 Abonnenten Special. Dafür habe ich noch keine Idee, es soll wieder irgendwas gesungen werden, ihr wisst ja, dass ich mich ja ein bisschen zum Affen mache. Dafür, und das ist jetzt eine Ankündigung, die sehr wichtig ist und die, ich denke, vielen gefallen wird, die 1000 Abonnenten, falls wir die erreichen, das Special habe ich schon im Kopf, also ich weiß, was ich mache und werde es, wenn ich das erreichen sollte, das Ziel, nämlich die 1000 Abonnenten, die Abonnenten klingt immer so scheiße. Also ich rede jetzt, ihr seid ja schon 957 CT und T-Buddies und die restlichen 50 Abonnenten sind noch Abonnenten, wenn sie mich abonnieren, sind sie CT und T-Buddies, ganz einfach, also wenn wir 1000 CT und T-Buddies sind insgesamt, dann habe ich auch schon eine Idee, was wir machen, das ist das Gute, das heißt, ich weiß schon, hab schon einen richtig geilen Plan und es ist besser als jedes Special, was bisher war, weil die Idee einfach gut ist. Auch wenn mir sehr viele krasse Ideen geschrieben wurden, die beste ist einfach mein Teamspeak gefallen und die werde ich auch machen. Die Idee, auf die wäre ich niemals gekommen. Auf alle Fälle werdet ihr das feiern, wenn das soweit ist. Und ja, ich glaube, dass von den Themen sind wir jetzt, wie gesagt, komplett fertig. Und nochmal zum Ende. Ich freue mich, wenn ihr jeden Samstag einschaltet und sollte mal auf Twitch, twitch.tv/bombersbeinfused und sollte mal außerhalb von dieser Streaming-Zeit jeden Samstag, wie gesagt, um 17 Uhr. Als Schleichwerbung unterbringen, habe ich das Gefühl. Ich bringe alles nur Schleichwerbung unter. Soll das außerhalb dieser Streaming-Zeit sein, dann kündige ich das auf meiner Facebook-Seite an, auf der ich nicht sonderlich aktiv bin. Das ändert sich. Ich verspreche es, das ändert sich auch, dass ich da aktiver bin. Oder ich kündige es in der Steam-Gruppe an. Müsst ihr einfach nur mal vorbeischauen auf Facebook oder halt, wenn in der Steam-Gruppe das unten so aufpoppt, dass ich jetzt streame, weil ich kündige es immer so 5 Minuten oder eine Viertelstunde vorher an. So, das war's jedenfalls von mir. Ja, haut rein, mein CT und T-Buddies. Eierbomb ist been diffused. Bye. What's up, guys? This is Spencer, Hiko Martin, and Jordan Nothing Gilbert here in ESL One Cologne, right? That's right. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Diffused. If you don't, a flashbang dance on your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.